Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Ja, letzte Folge haben wir kläglich versagt. Oder ich. Und ja, das werden wir mal versuchen, dieses Mal dezent besser zu machen. Genau, also ich werde auf jeden Fall erstmal den Dude auf dem Dach ausschalten. Und dann werden wir mal schauen, wie wir vorgehen. Also ich würde eigentlich gerne wieder genauso vorgehen wie letztes Mal. Da kommen sie. Was ist der Plan, Boss? Naja, wenn sie kommen, können wir sie ja töten, ne? Oder wir warten so lange, bis sie wieder reingehen. Jetzt können wir auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall alle bekommen. Da unten sind noch ein paar, aber. Ich wäre auch gerne so unsichtbar wie die. Gott. Schön. Ja, dann werden wir ein bisschen warten hier. Oh Gott, ist das lächerlich. Die Überlegung ist jetzt, also ich überlege mir gerade. Okay. Sie schmücken sich. Die denken, wir sind weg. Das hätten wir davor machen sollen. Geh in Position. Geh in Position. Suche eine gute Position. Verstanden. Unterwegs. Hab das Ziel. Roger, Ziel erfasst. Kann loslegen. Hab ihn, er ist tot. Lächerlich geworden. Ja. In ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Na gut. Alle bereit? Feuer! Hua!
Na gut. Greife an. Silence geht anscheinend nicht. Eine Santa Blanca-Auszeichnung. Die Sicarios werden sie vermissen. Oh, was ist das? Gras? Für mich riecht das ja nach Crack. Sagt, was ihr wollt, aber La Plaga weiß, wie man eine Abschiedsparty schmeißt. Feindaktivität. Ich sehe La Plaga. Schnappen wir ihn. Ein Tunnel. Ich höre Motorenlärm. Ich fahre das Motorrad. Also. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ich komme gleich nach. Der Dreckskerl entkommt uns nicht, verstanden? Ja, mal schauen. Oh, ja, das Fass. Also, wie lange geht denn der Tunnel noch? Das ist das Ende. La Plaga kann nirgendwo hin. Wenn wir beschossen werden, legt ihn bei erster Gelegenheit um. Ja, und jetzt? Deckung! Halte durch, ich bin schon da. Zum Glück spawnen die einfach bei mir. Wo warst du so lange? Gib auf, La Plaga. Du kannst nirgendwo hin. Tolle Mierda! Ich gebe nie auf! Ich wurde als Stern geboren. Sterne geben nicht auf. Sie werden zur Supernova. Markiere Feind. Oh Gott. La Plaga ist tot. Wiederhole. Tot. Nomad, auf Seiten des Kartells entwickeln sich die Dinge schnell. El Muro und El Sueño sind im Krieg. Weil Sueño will, dass Muro seinen Bruder tötet? Deshalb hat Muro die Unidad auf Sueño gehetzt. Ist wohl nicht gut gelaufen. Nicht wirklich. Jetzt sollen die sich gegenseitig abräumen? Schön wär's. Leider ist Muro praktisch unsere einzige Spur zu Sueño. Sie sind seit ihrer Kindheit befreundet. Wir müssen alles wissen, was er weiß. Okay, wir schnappen uns El Muro, bevor Unidad ihn aus dem Land schafft oder Sueño ihn umlegt. Sauber. Seid ihr okay? Das war alles andere als sauber. Warte, wie lang war der Tunnel jetzt? Ah, von hier bis da, Junge. Das ist ja krass. Wir holen uns kurz den Helikopter und fliegen nochmal zurück. Ja, weil da gab es eine Auszeichnung. Das ist ausgezeichnet und deswegen holen wir sie uns. Ach. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab noch einen Tango. Vielleicht müssen wir die gar nicht töten. Hier steht einfach so ein... Warum? Ich mach das. Ich fliege. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Ja, ihr könnt euch ja einfach zu mir hinbeamen. Ich bin bereit. Schön. Genau.
So, dann wollen wir mal. Schön einpacken. Falsche Taste. Irgendwie ist das nicht so toll. So, 5 Fertigkeitspunkte, super. Gut. Hola. Hola. Ah, schön mal eine Bahn schwimmen. Kommt ihr mit? Nee. Schade. So, nächster Auftrag. Genau, La Plaga ist jetzt weg. El Muro. El Muro. Das wird lustig. So. Story-Einsatz. Der Raffinier... Was? Der Raffineriechef. Die Informationen legen nahe, dass Libertats Öl- und Gasfördergesellschaft IAB Gas chemische Grundstoff beschaffen und für das Kartell importieren. Es ist notwendig, dass wir den Leiter der Raffinerie aufspüren und ihn überzeugen, nicht mehr für Santa Blanca zu arbeiten. Das klingt doch mal interessant. Libertad. Zur Blitzreise? Wir können uns dahin beamen? Das ist mal interessant. Das ist mal was Neues. Wieso können wir uns da einfach hinbeamen? Können wir uns in jede Stadt hinbeamen? Ja. Wow. Das hätte uns so viel Zeit erspart. Okay, unbekannter Ort. Geht wahrscheinlich nicht. Ich überlege nur kurz, was für uns am meisten Sinn macht. Hier ist es mir noch ein bisschen zu leer. Oder haben wir hier alles schon abgefrühstückt? Ich glaube, das war die Anfangsbase, oder? Der Kruz. Nee. Ja, doch. Kann gut sein. Dann würde ich mich tatsächlich hier hin beamen. Das ist ja geil. Ah, wenn ich das gewusst hätte. Gut. Naja. Dam. Knack. Wow. Das hat ziemlich krass geknackt. Aber ist in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Wieso brauchst du jetzt so lange? Normalerweise braucht er nicht so lange. Wahrscheinlich, weil das Blitz heißt, ne? Das geht ja nicht so schnell. Erst muss ein Donner passieren. Ach, hier ist eine. Ach so, jetzt ist erst 100%. Wow. Naja. So schnell geht es ja auch wieder nicht. Leutnant. Ja, Leutnante sind immer so blöd zu fangen. Formationslager. Gehen wir erst dahin. An sich sieht die Stadt gerade sehr schön aus. Also nicht besetzt oder belegt oder so.
Grad, Haley. Unten bleiben. Ja. Ach da. Aber wieso sollte er uns bemerken? Ja, wär so KI-Logik, ne? Seht euch das mal an. Ziemlich große Stadt, wenn man die Lage bedenkt. Erinnert mich an Houston. Alles ist rund um die Ölraffinerie gebaut. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ah, vor allem voll ausgebaut hier. Ja, krass. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Ja. Sieht so aus. Dokumente. Ein Auszug aus einer Prüfung der 4B-Gasgesellschaft durch eine externe Firma. Das Dokument zeigt auf, dass große Mengen Chemikalien in den Lager fehlen. Die gleichen Chemikalien, die von Santa Blanca benutzt werden könnten, um Coca-Paste und dann zu Kokain zu bearbeiten. Okay. Naja. Was ist das Ausrufezeichen über uns? Noch eins über uns. Ah, da. Ah, Laptop. Was wollen wir denn? Fertigkeitspunkte? Rebellen, Operationen oder Nachschubsüberprüfung. Nachschubüberfälle, Entschuldigung. Ja, machen wir mal Fähigkeitspunkte. Waffen wären natürlich besser gewesen. So, dann schauen wir mal. Hier ist ein Leutnant. Ich finde die Leutnant-Dinger immer so unpraktisch. Weil die rennen dann immer weg, obwohl man einfach nur ganz friedlich mit denen reden will. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Ja, ich weiß. Die Drohne ist oben. Wir sind ja wieder viele. Ich hab ein Ziel mit Maschinenpistolen. Feind markiert. Das macht das Haus vom Boss. Sehen wir uns das an. Ah. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gut. Hier ist ein Tango. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wir sind jetzt bei 10. Das Haus vom Boss ist natürlich auch da. 15 Hombres. Einen Scharfschützen. Und noch ein. Ein Scharfschütze. Und einer ist wahrscheinlich noch mal im Haus. Ja. Da nähert sich ein Helikopter. Wahrscheinlich. Das hört man ja gar nicht, dass da ein Helikopter kommt. Kann ich da rein? Und aufs Dach? Entschuldigung. Ich will da rein und aufs Dach. Ist da keine Leiter dran? Wieso ist hier kein Dach? Schade. Das wäre jetzt natürlich gut. Vielleicht kann ich da rein, weil das bringt mir... Ja, natürlich kann ich da rein, weil es... Ich
vielleicht bringt mir uns hier doch was. Ich dachte so, hä? Gut. 280. Gut. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Vorsicht. Ah, den Leutnant, das ist egal. Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Ja, von wegen, die kommen hier lang. Weil die genau wissen, wo wir sind, ne? Ist so lustig, dass die immer genau wissen, wo wir sind. So dumm. Naja, aber können Sie ruhig machen. Alles wieder gut. Oder? Sniper? Wie geht's dir? Der blinkt immer noch. Blinken alle noch. Verstärkung für die an. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo. Alles okay, alles okay. So. Ja, also, naja, dann fahren wir, oder? Und fahren können die echt nicht, ne? Jetzt eine Handgranate runterwerfen. Hm.
Und wieso fahren die jetzt nicht? Naja, gut. Ich würde sagen, für heute machen wir mal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und noch ein schönes Wochenende. Bye, bye.